Ihr habt gestern gesehen, was passiert ist gegen Stani Performance, das beste Auto aus der Stadt. Sollte man sich am besten nicht anlegen und ich konnte sogar noch ein Auto retten. Und zwar, ihr habt gesehen, wir haben gestern sehr, sehr seltene Autos geklaut und ich... Hey, was will der denn hier, Leute? Der kommt hier mit Nissan Skyline... Hallo? Moin, Meister. Ey, Alkohol am Steuer ist verboten. Ich werde gleich die Polizei anrufen. Was soll denn das? Sag mal. Boah, hey, Leute, der stinkt übelst, Alter. Ey, Leute, das ist ein richtig komischer Typ, aber bei uns ist natürlich jeder Kunde ist König. Stani Performance behandelt jeden gleich, auch wenn man ein bisschen eklig aussieht. So, was kann ich Ihnen helfen, der Sir? Das Auto da, ne? Ja, das Auto. Will ich verkaufen und ein neues will ich kaufen. Sie wollen... Oh mein Gott, Leute, der würde komplett geil in unsere Tuning-Sammlung passen. Und zwar, das ist ein Nissan Skyline GT-R, Leute. Ein richtig geiles Auto. Wow, das ist echt... Das ist... Bro, der hat sogar... Leute, der hat sogar NOS verbaut. Nein, das ist eine ganz kranke Rennkarre. Leute, was ist das für ein Auto? Wenn wir das noch auftunen mit Stani Performance Tuning, wird das komplett durchdrehen, glaube ich. Das ist das nicht dieser Nissan Skyline von Paul Walker, Leute? Von Fast and the Furious? Das ist voll krass. Ja, was wollen Sie denn gerne für das Auto haben? Was gibst du mir denn für ein Auto mit? Ja, wir können gerne mal reingehen. Was hätten Sie denn gerne für ein Auto? Also, ich kann Ihnen ja mal ein paar Autos zeigen, die ich Ihnen empfehle. Und zwar für Sie, da Sie ja auch ein sehr edler Typ sind, würde ich Ihnen eventuell das königliche Gefährt empfehlen. Pinkelst du da gerade hin, oder? Junge, was soll das denn? Ich musste mal. Hast du gerade gegen das Auto gepinkelt? Alter, ey, ich sag dir ehrlich, doch ein so ein Ding muss ich dich leider aus Stani Performance verweisen, weil so eine Kunden, mit denen will ich nichts zu tun haben. Ja, haben Sie, wie gesagt, hier, das wäre ein königliches Gefährt, das könnte ich Ihnen anbieten. Dann auch noch einen schönen Mercedes SLS, den will ich auch mal langsam loswerden, Leute. Ja, gut, ich nehme den SLS. Ja, Sie wissen schon, dass der SLS 10 Millionen kostet. Ja, mein Nissan kostet auch 10 Millionen. Leute, sollen wir tauschen den SLS gegen den... Bro, ich hätte gerne den... Der Nissan Skyline, Leute, das ist schon wirklich ein geiles Auto. Passen Sie auf. Wir machen das so. Aber der Nissan Skyline ist noch nicht getuned, ne? Nee. Wir machen so 2 Millionen und Sie können das Auto mitnehmen. Wie wär's? 2 Millionen und ich krieg noch die Nummer von deiner Mama. Ja, okay, du kriegst die Nummer von meiner... Ich gebe dir einfach eine falsche Nummer. Nein, das war ein Witz. Gleich, wir machen 10 Millionen beide. Nein, 8 Millionen der Skyline und der... Dann gehe ich wieder mit meinem Skyline. Ja, okay, wir tauschen. Ja, ey, Leute, ich fahre Ihnen das Auto raus, einen Moment. Oh, Leute, was ein ekliger Typ. Aber ich sage euch ehrlich, der SLS ist natürlich auch geil. Aber ich... der pinkelt da schon wieder hin, Leute. Was ist das denn, Junge? Ich drehe gleich durch. Der Nissan Skyline ist für mich, besonders für uns als Tuning-Werkstatt, Leute, deutlich interessanter, meiner Meinung nach, als der SLS. Der SLS ist so ein Sammlerauto, würde ich fast sagen. Ist aber jetzt, was Tuning angeht... Ey, was willst du? Was machst du da noch? Hallo? Ey! Hör auf, da überall gegen zu pinkeln. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Ey, was will der denn, Leute? Boah, aber ich sag euch, wir haben einfach einen Nissan Skyline bekommen. Das Ding ist einfach geisteskrank. Leute, kennt ihr dieses Auto überhaupt? Guckt euch das an. Ich sag euch ehrlich, das Ding, wenn wir direkt mal in die Tuning-Werkstatt fahren und ich gucke mal, ob wir hier noch ein bisschen was auftunen können, weil, boah, der hat jetzt schon krasse Performance. Ich glaube, Motor-Tuning und so wird safe noch möglich sein. Und alleine, dass der NOS hat, ihr wisst, das wäre unser erstes Auto mit Nitro-Einspritzung. Ihr wisst, Lachgas, Leute, das gibt dem Motor für eine sehr kurze Zeit nochmal das Doppelte an Leistung. Und das ist natürlich in Rennen, Performance-Rennen, alles absolut overpowered. Und wir werden mal gucken, was das Auto so für Tuning-Möglichkeiten hat. Spoiler, Leute, wir können hier den Spoiler ein bisschen kleiner machen oder ein bisschen größer oder den normalen Stock-Spoiler. Aber ich sage euch ehrlich, dieser große Spoiler, der muss einfach bei einem Nissan GTR ran. Zack, machen wir hier Getriebe nochmal.
Federung. Ein bisschen tiefer können wir das Auto noch legen. Nicht mehr sonderlich tiefer. Aber das war es leider auch schon gewesen mit der Dings, Leute. Wir können... Ey! Oh mein Gott, wollen wir uns einen Paul Walker Nissan Skyline machen? Paul Walker hatte ja so einen blauen, dunkel... Oh, ja, ja, so einen dunkelblauen Nissan Skyline. Aber er hatte Metallic-Lackierung. Ich muss mal kurz gucken, ob Metallic vielleicht ein bisschen besser aussieht. Ja, 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 Metallic, glaube ich, würde besser passen. Ich sag einfach, Freunde, wenn wir das Auto jetzt wieder verkaufen... Boah, das ist genau die Farbe von Paul Walkers Auto. Ich sage euch ehrlich, das ist sehr, sehr krass. Und ich werde, glaube ich, sogar sagen, dass das Auto direkt von Paul Walker war. So ein Ding wird das nämlich sein. Sekundärfarbe, ich weiß nicht, was wir hier noch anpassen können. Ach, das ist die Innenfarbe. Ich muss mal gerade kurz gucken. Paul Walker, sein Nissan Skyline, hatte dunkle Sitze in. Also werden wir das auch so machen. Neonlichter hat er, glaube ich, zwar nicht drunter gehabt, aber ich werde trotzdem Neonlichter runterbauen. Das sieht natürlich ein bisschen tuningmäßiger aus. Und hier werden wir das Ganze auch so in Blau machen. Boah, das sieht schon sehr, sehr nice aus, muss ich sagen. Die Fenster... hatte er auch leicht getönt, Leute. Also nicht ganz schwarz, aber so leichte Tönung hat er auch drin gemacht. Ich mache jetzt mal hier so ganz leichte Tönung rein. Dann vorne genau die gleiche Front hatte er eigentlich gehabt. Xenon-Scheinwerfer würde ich auch reinmachen. Ich mache die auch noch in Blau, Leute. Das wirkt halt immer sehr, sehr nice. Noch ein bisschen die Intensität hoch machen, dass das auch richtig nice aussieht. Aber ich sehe gerade, Paul Walker, sein Nissan Skyline, hatte nämlich diesen Spoiler gehabt. Und ich würde sagen, dann lass uns auch diesen machen, also diesen Tune auf jeden Fall. Er hatte ein weißes Kennzeichen gehabt, ein weißes Kennzeichen. Und da würde ich jetzt einfach mal Dings draufschreiben, Leute. Einfach mal SP Paul oder so würde ich draufschreiben. Dass das hier, dass die direkt wissen, Leute, hier, dass das das Paul Walker Auto ist. Das sieht auch ziemlich cool aus, finde ich. Wir können mal gucken hier, blau auf weiß. Er hat auf jeden Fall, ja, okay, er hat ein weißes gehabt. Deswegen lassen wir das auch so. Ich sag euch ehrlich, boah, was ist das für ein... Ey, Leute, was ist das für ein schönes Auto? Seid mal ehrlich, guck mal bitte auch mit dem Licht und so, wie wir das hier haben. Ich habe richtig Bock. Wir haben mittlerweile so viele Tuning-Autos, Leute. Ich will mir eigentlich so eine richtig kleine Tuning-Szene aufbauen. Überleg mal, wir machen unsere eigene Tuning-Truppe auf. Das wäre auch geil. Ey, wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Ich will mal kurz alle einmal Tuning-Autos, die wir haben, will ich mal kurz hier draußen so ein bisschen präsentieren und mal so ein bisschen unabhängig machen. Weil drinnen, glaube ich, werde ich nur so super Sportwagen verkaufen, Lamborghini, Bugattis und so. Und die ganzen Tuning-Autos, wie zum Beispiel das, die werde ich hier draußen hinstellen und werde da so ein bisschen besser präsentieren, dass es einfach ein bisschen geiler aussieht. Vielleicht da vorne auch auf dem Parkplatz. Ich werde mir mal was einfallen lassen und dann gucken wir uns das gleich mal ein. Und dann haben wir hier auch die nächste Tuning-Karre und zwar, oh Leute, ey, wir haben so ein, ich sag euch wirklich, das sind, es ist kein Lamborghini und so, ich weiß, Freunde, aber das sind so richtig Legendenautos. Checkt ihr das? Auch dieser Civic hier, Leute, in dieser High-Kate-Performance-Optik. Ich glaube, der hat ja auch Bodykit, alles dran, Leute. Und das ist halt auch eine sehr, sehr seltene Edition. Und die Autos, man denkt es nicht, aber ich sag euch, die sind brandgefährlich. Besonders was Rennen angeht, Beschleunigung und so, Leute, das sind halt direkt Autos, die dafür gebaut worden sind. Halt in so einer Situation die beste Performance abzurufen. So, ich werde jetzt mal gucken, hier Motorhaube können wir ändern. Ich sage euch ehrlich, boah, die Motorhaube sieht geil aus. Das sieht echt sehr, sehr krass aus. Wir können auch den Spoiler entfernen. Aber ich finde, Leute, der Spoiler, der da noch zusätzlich dran ist, das sieht irgendwie lustig aus. Warum nicht? Ich lasse den Spoiler dran. Motortuning, Bremsen, Getriebe, dann auch mal ein bisschen tiefer legen die Karre. Panzerung, sehr gut. Und Farbe. Und ich sehe gerade, Leute, es gibt auch ein Honda Civic Coupé. Ey! Bro, was macht ihr auf einmal aus? Ey, runter. Was willst du hier? Was willst du? Was soll das? Willst du noch ein Auto kaufen oder was? Ich musste mich erleichtern. Ja, aber bitte hier nicht im Stani performen. Sie sind ein sehr geschätzter Kunde, da sie sehr viel Geld ausgegeben haben. Aber noch so ein Ding, Augenring, okay? Nur die Harten kommen in den Garten und sowas will ich hier nicht haben in meiner Werkstatt. So ein ekliges Ey! Alter, jetzt reicht's, Leute. Jetzt reicht's. Seht zu, dass noch ein... Ey, Leute, noch ein Ding von dem Typen. Ich werde mir den richtig krallen. Das kann nicht sein, dass der mich hier immer belästigt, Leute. Was soll das denn? So, wir machen weiter. Ich wollte gerade gucken. Und zwar, ich habe gerade gesehen, bei Fast and the Furious gab es auch in einer Serie einen gelben Honda Civic. Zwar in einer anderen, ein bisschen älteren Variante, aber ich würde den auch so ein bisschen in Gelb machen, Leute. Wieso nicht? Der sieht vielleicht auch ganz cool aus in Gelb. Ich wollte mal noch gucken. Getriebe haben wir schon angepasst. Federung, Panzerung, Neonlichter auf jeden Fall auch runter. Und die würde ich definitiv auch direkt in Orange machen. So ein bisschen dunkler, dass sich das auch abhebt von der Dings. Dann die,
ja, hier so leichte Tönung der Felgen und dann hier auch nochmal Xenon-Scheinwerfer, Leute, auch direkt anpassen und in Gelb machen, Intensität ein bisschen höher. Hier aber wieder das Kennzeichen auf die alte SP-Tuning. Ah, SP-Tuning passt sich hin, SP... Ich mache einfach SP hin, Leute, das reicht auch hier, SP hinten drauf. Boah, das Auto sieht schon wild aus, ich sag euch ehrlich, der hat schon ein bisschen was. Ich finde schade, dass nicht ganz so viele Tuning-Möglichkeiten sind, aber Extras. Okay, wir haben noch Extras. Oha! Bro, wir können sogar das Kennzeichen vorne abnehmen. Und ich, oh, Kennzeichen vorne kommt definitiv nicht ran. Also Kennzeichen brauchen wir auch gar nicht. Auto, also so von der Geschwindigkeit her können wir das natürlich auch noch alles fertig machen. Interieur-Color würde ich jetzt, okay, können wir leider nicht so viel machen, anpassen. Schade, Marmelade. Aber für mich ist der Wagen eigentlich, wow, wie der aussieht mit dem gelben Licht, Leute. Wow, wow, ey, das Auto sieht auch geil aus. Wir müssen natürlich noch gucken, was die Karren alle auf Track ready haben. Aber ich will die jetzt ja wie sowieso erstmal hier alle hinstellen. Und Bro, ich merke auch, der driftet auch gut. Und das ist halt auch der Vorteil der Autos, ne? Boah, Leute, ich muss euch jetzt unbedingt was zeigen. Ich habe jetzt extra gewartet, bis es ein bisschen dunkler wird. Und zwar kommt mal... Oh, Bro... Wie krank sieht das bitte aus, Leute? Das sieht hier einfach wie die krasseste Tuning-Szene aus, die es überhaupt gibt. Guckt euch mal bitte hier diese ganzen Autos an und wie geil das aussieht, auch hier mit diesen bunten Farben und so alles. Ich muss echt... Oh, was ist hier mit der Scheibe los, Leute? Ich muss echt sagen, das sind schon ein paar sehr, sehr krasse Autos. Wenn wir uns das jetzt hier auch nochmal bei Tage angucken, guckt euch das mal an. Also das sind hier halt wirklich extrem harte Tuning-Karren. Und ich sag euch, also da gibt's nicht viele Leute, die damit halten können. Den haben wir jetzt so, ey, das mache ich so richtig, Leute. Ich sage euch ehrlich, eigentlich müsste ich so ein Tuning-Autohaus noch wirklich für so extrem getunte, hochgezüchtete Autos machen. Hier drinnen, Leute, haben wir halt so die edlen Karren. Wisst ihr, hier haben wir alles so edel. Halt so Lamborghini, die ganzen krassen Marken und alles, die halt wirklich viel kosten. Dann haben wir hier so unsere Leihwagen, unseren Firmenwagen. Und ich weiß gar nicht, was ich mit dem Einser hier noch mache. Da könnten wir eigentlich auch... Das ist auch schon so eine kleine Tuning-Karre. Das ist schon so eine kleine Rennsemme. Habe ich auch noch gar nicht aufgetunt. Ich muss mal kurz gucken, Leute, was der Einser hier für Tuning-Möglichkeiten hat. Aber das ist eigentlich auch so ein Auto, was wir meiner Meinung nach direkt für die Racetrack, für die Rennstrecke nehmen können. Und für die Tuning-Szene. Ich muss mal gucken, was der hier alles noch hat. Aber ich hoffe, den kann man auch noch geil auftunen. Ich guck mal rein. Oh, ja, okay, man kann ihn leider, also man kann leider nicht viel ändern. Bisschen Tieferlegung, Panzerung und so natürlich rein, Farbe. Ja, was machen wir denn, Leute? Oh, in Rot sieht der, oh, ich sag euch ehrlich, BMWs feiere ich irgendwie immer meist in Rot. Ich weiß auch nicht, wieso. Oh, guck mal hier, warte mal, Rot. Oh, oder wartet mal, wartet mal, wartet mal. Was ist das denn? So? Und dann Sekundärfarbe. Oh mein Gott. Okay, okay. Der Klassiker, Leute. Das ist der Klassiker. Aber dass das auch der Klassiker hier mal wieder so brutal aussieht. Also, das checke ich aber auch nicht. Ne? Also, das ist jetzt... Und jetzt kommt noch mal, jetzt kommt hier noch mal gleich das Extra rauf. Und zwar die Xenon-Scheinwerfer in der roten Variante. Hier in Red. Zack. Und jetzt guckt euch das gleich mal an, Leute. Guckt mal gleich an, wie das aussieht. Oh mein Gott. Oh, let's go. Let's go. Guckt euch mal diese Wagen an. Das ist gerade mal ein Einser. Und ich finde, der sieht irgendwie sehr, sehr gefährlich aus. Aber merkt auch, was Tuning alles ändert. Dann machen wir die Fenster noch ein bisschen... Boah, ich mache voll dunkel, Leute. Voll auf Schwarz-Tuning hier, dass man gar nichts mehr sieht. Turbo noch rein. Xenon-Scheinwerfer haben wir rein. Kennzeichen muss auch noch geändert werden auf SP. Und jetzt haben wir eigentlich direkt das nächste Auto, was wir da... Oh, der sieht doch geil aus, ne? Seid mir ehrlich, so auch ohne Kennzeichen und so, kann man den auch... Oh, warte mal, Kennzeichen haben wir vorne. Können wir aber auch abbauen. Wir können wirklich alle Kennzeichen abbauen. Hinten ist eins. Und wir können sogar das M-Logo abbauen. Guck mal, oh, jetzt sieht man gar nicht mehr... Ey, wie geil sieht dieser Wagen bitte aus? Jetzt sieht man gar nicht mehr, was das für ein Auto ist. Also klar, Kenner wissen natürlich, dass es ein M1 ist, aber Leute, trotzdem... schönes Auto auch für Street Races, muss man sagen. Passt hier meiner Meinung nach perfekt in unsere Sammlung rein.
die wir hier draußen präsentieren. Weil Street Racing, Leute, das hat im Autohaus nichts verloren. Das muss draußen präsentiert werden. So, ich muss sagen, so stehen die eigentlich am besten. So hat man auch direkt den besten Überblick und kann sich alle Autos genau angucken. Falls man sich halt für ein Street Racing Auto interessiert, kann man halt hier draußen hingehen und... Aua! Beiseite, Schmalspur! Alter, oha, Junge, das ist ja eine sehr auffällige Farbe, die du hast, Max. Ein bisschen gewagt, die Karre, muss ich sagen. Ja, aber sieht geil aus, oder? Sieht geil aus, ja. Was sagst du hier zu meiner neuen Abteilung, die ich habe? Und zwar die Street Racing Abteilung, Bro. Hier in Nissan cool. Skyline. Dann aus, Honda ja. Civic Highcade. Dann hier ein alten Mercedes 190er. B63. Ja, ist alles schön und gut, aber Stani, ich fordere dich raus zu einem Tuning Battle. Bro, Tuning Battle, du. Max. Drei Autos, mach dir drei Autos fertig. Eins, was schön aussieht. Eins, was schnell ist. Und eins, was ready für ein Sumo Battle ist. Max. Seitdem ja. du ein Autohaus hast, machst du jetzt aber ganz schön auf Dolle. Ah, Bro, man muss ja, du weißt ja, der Schüler schlägt den Meister. Ja, okay, Max, alles klar, ich werde die Autos besorgen. Also ein Auto, was richtig krass aussieht, ein Auto, was für ein Sumo-Battle gut ist und ein Beschleunigungsauto oder was? Ja, seien 5 Minuten am Flughafen. Bro, in 5 Minuten, gib mir mal ein bisschen Zeit, Junge, ich muss noch ein Auto besorgen, Alter. Hä, Bro, als krasser Tuner hast du doch immer Sachen vorrätig. Nein, ich hab grad, ich sagte, ich ruf dich an, wenn ich fertig bin. Jo, ciao. Ja, Leute, ich denke mal, Geschwindigkeit hat sich hier schon erledigt. Guckt euch das mal an. Wir haben ihn eigentlich damit... Oh mein Gott, Leute, ich habe die Prank noch gar nicht aufgelöst. Wenn Max sieht, dass ich mit dem Auto ankomme, dann würde er sich wahrscheinlich wundern und wird denken, ich bin Ferdinand Fuchs, Leute, mit unserem Rainbow... Butterfly. Rainbow ist das ja nicht, Leute. Butterfly Lamborghini, der 2600 km/h Spitze fährt. Das Ding ist einfach absolut krank. Das Ding ist... Ich habe kein Auto für ein Sumo-Battle, Leute. Und ein besonders schönes Auto. Boah, ich müsste vielleicht noch 2 Autos besorgen, Leute. Die Frage ist, Leute, wo kriegen wir ein Auto für Sumo-Battle her? Weil guckt euch das mal an, das sind jetzt nicht unbedingt Autos für Sumo-Battles. Ich brauche unbedingt... Ey! Ey! Bro, ist... Was? Yeah, man. Was ist denn mit dir los, Junge Hax? Yeah, man. Mein Name ist Big Mike Benny. Big Mike Benny, ja. Du bist ein Hampelmann, Alter. Was fährst du hier auf meine Autos rum? Bist du bescheuert oder was? Ja, ich will dir zeigen, wie krass dieses Auto ist, ja. Ja, toll. Das Auto ist sehr krass. Ey. Jetzt kann ich hier alles wieder reparieren, Leute. Ja, yeah, ich brauche leider etwas Geld. Ich muss meinen geliebten Monster Truck verkaufen. Ja, was willst du denn haben für das Auto? 2 Millionen. Boah, Leute, 2 Millionen ist absolut überteuert. Aber das Ding ist... Da wir jetzt gerade einen Monster Truck brauchen und wir das Ding noch auftunen müssen. 1,8 Millionen kann ich dir geben. Machen wir 1,8 und du gibst noch eine gratis Big Mac aus, man. Ja, hier 1,8 Millionen und gratis Big Mac kannst du hier mit dem Gutschein abholen. Bitteschön. Danke, okay. Seh zu, dass du Land gewinnst. Du hast Hausverbot übrigens bei Shani Performance. Ey, soll ich dir mal was sagen, hä? Was denn, hä? Ich pisse auf deine Sterni-Performance. Hast du davon, Junge? Ey, Leute, was haben die hier immer? Was pinkeln die mir den ganzen Hof hier voll? Ich glaube, ich drehe durch. Ist das irgendwie eine Krankheit gerade in der Stadt? So, unser Auto fürs Sumo-Battle haben wir natürlich auch. Ich bin echt sehr, sehr gespannt, was Max für Autos hat. Weil wir wissen, Max ist wirklich auch ein sehr, sehr talentierter Tuner. Aber die Frage ist, wird er gegen uns... Bro, was ist das, Leute? Was ist das? Was ist das, Junge? Yo, okay. Okay, hinten natürlich auch noch gepanzertes Ding. Auspuff, Leute. Oh mein Gott, Doppel-Irokese-Auspuff. Panzerung muss full ran. Panzerung definitiv, Leute. Motorhaube auch nochmal schwer gepanzert. Kotflügel können wir Stacheln nehmen. Werde ich auf jeden Fall einballern. Motor rein, Bremsen rein, Getriebe rein. Panzerung natürlich full, Leute. Neonlichter können wir für den Flex auch noch runterbauen. Fenster und so brauchen wir nichts Extras auch nicht. Aber was wir noch machen müssen, Leute, ist Bennys Tune. Und zwar hier können wir nochmal hier so Schilder ranbauen, Leute. Das sieht auch ganz cool aus mit so, ja, mit so Pick-Dingern obendrauf. Rammschub werde ich reinbauen. Beschläge, auch Sprungverbesserung 100%. Und jetzt haben wir hier vorne unsere... Oh, oh, stimmt, Leute. Ja, ja, okay. Das war ja hier gewesen. Bei dem Auto können wir ja die Fist auswählen. Ja, vorbei. Vorbei, Leute, vorbei. Vorbei, hier nochmal. Also, der kann einpacken, Leute. Der kann einpacken, der Typ. Max kann sich warm anziehen.
Sumo-Battle will ich sehen, wie er gegen uns gewinnt. Also da muss er schon wirklich ein sehr, sehr krasses Auto haben. Ich mache das Auto hier auch doch mal schön in... Was für welche Farbe machen wir, Leute? Ja, wir machen es einfach in... Boah, ich weiß. Ich mache es, glaube ich, in matt, Leute. Ich denke mal, matt passt eigentlich ganz gut bei dem Auto. Hier so matt-grün, Leute. Oder so, ja, so matt-grün. Ein bisschen was, dass man auch sieht, was das für ein Auto ist. Ich muss sagen, das Auto... Boah, guck mal hier, das hat sogar so einen Kinetikwerfer. Damit können wir den so ein bisschen wegstoßen. Aber ich würde mal sagen, das ist definitiv das perfekte Sumo-Battle. Was ich jetzt Problem habe, wir haben jetzt kein Auto, was optisch meiner Meinung nach richtig krass sein könnte. Aber was mir optisch sehr gut gefällt... Oh, guck mal, was die mit dem BMW hier gemacht haben, Leute. Ist eigentlich dieser BMW, ist jetzt natürlich nichts Krasses, ne, Leute. Ist so schön solide, ist schön normale Farbe, mit Dings getuned. Oder nee, der fällt zu wenig auf, ich sag euch ehrlich. Oder wir nehmen unseren wirklich den Nissan Skyline GTR. Oh, oder eigentlich den hier, Leute. Ich sag ehrlich, der ist auch krass getuned hier. Ah, ich nehme unser Drift-Auto. Mal gucken, Leute. Mal gucken, was Max dazu sagt. Das sind unsere drei Autos, die wir auswählen werden, um gegen iCrimex anzutreten. Ich werde jetzt alle auf meinen LKW aufladen. Und dann bin ich gespannt, was Max für Autos hat. Junge, ich sag euch ehrlich, ich glaube, wenn Max diesen Butterfly-Lamborghini sieht, wird er eh schon direkt alleine aufgeben. Und er wird gar keinen Bock mehr haben, überhaupt ein Beschleunigungsrennen gegen mich zu fahren. Außer er hat natürlich ein ultra krasses Auto getuned, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, Leute. Dieser Butterfly-Lamborghini ist wirklich, oha, Unfall hier, einmalig. Junge, ich musste die Autos hier ordentlich schieben. Das Ding ist, dieser Lamborghini hat jetzt einfach eine Faust in sich drin. Aber ja, die werden wir auf jeden Fall gleich auseinanderfahren. Ich musste aber halt erstmal alle Autos irgendwie so ein bisschen aufladen, dass wir die transportieren können. Und was macht meine Limousine da vorne, Leute? Ich check's nicht, ey. Das ist hier ein bisschen Chaos. So, wir haben unsere Autos aufgeladen. Jetzt geht's zum Flughafen. Das Duell gegen iCrimex. Aber vorher werden wir mal noch bei Max im Autohaus vorbeifahren und gucken, was da abgeht. Guck mal hier. Wir fahren nur mal vorbei und gucken. Oh. Leute, der hat da auf jeden Fall einige Autos schon drin. Also, bei Max läuft definitiv. Also, er ist auch ein ernstzunehmender Gegner. Aber ihr wisst, Leute, niemand besiegt Stani Performance. So, einmal direkt hier rauf. Aus dem Weg hier. Ey, das sieht geil aus mit den Autos, die wir hier drauf haben. Und ich werde hier direkt mit Höchstgeschwindigkeit zu ihm hinballern. Oh, da ist er schon, Leute. Wow. Wow. Was hat der denn da für Autos, Leute? Sind der der vier Autos? Hä, warum vier Autos? Hä? Ey, Max, alles gut bei dir? Jo, warte mal, ich lade mal meine Autos ab. Max, wieso bist du hier mit vier Autos? Der gehört nicht zu mir hier, der stand hier schon. Ach so. Boah, okay. Er ist gepanzert, das glaube ich von irgendeinem Politiker oder so. Bro, vielleicht ist das von irgendeinem Typen, der hier mit Privatjet angekommen ist. So, warte, ich fahre jetzt mal hier kurz alle Autos runter. Und dann werden wir ein faires Duell machen unter Autohaus-Bros. Und ich würde sagen, der Verlierer muss für den anderen eine Überraschung besorgen, okay? Okay. Max, guck mal hier, kommt dir das Auto bekannt vor? Hä? Ja, warte, das ist doch von diesem Ferdinand da gewesen. Aha, ja. Was hast du mit dem zu tun? Das ist voll der Bummi-Junge. Ja, egal. So, boah, Max, zeig mal hier, stell mal deine Autos vor. Also das ist hier dein... Boah, das sieht sehr geil aus, muss ich sagen. Auch gewagt mit den Rosa drinne. Ja, okay, Apollo. Also das hier ist mein High-Speed Ultimate Car. Also okay. Da steht auch hinten drauf Ultimate. Der ist wirklich performancemäßig meiner Meinung nach das Maximale ausgereizt. Okay. Dann das hier ist meine Tuning-Kiste hier. Boah, okay, der Urus, geil. Extrem tiefer gelegt, Carbon, überall, dies, das. Und das ist dein Sumo-Auto? Das ist mein Sumo-Auto, ja. Okay, Max. Hab nichts Größeres aufzunehmen. So, lass uns doch erstmal unsere Tuning-Kisten vergleichen. Ich komme mit meinem Tuning-Auto vorgefahren. Komm mal vorgefahren. So, Bro, ich habe hier einen... Drift-BMW mit natürlich... Oh, wow, der ist so ein bisschen in Galaxy-Optik, der Drift-BMW, wie man sieht. Und ich habe hier natürlich auch lila Reifenqualm ausgewählt. Aha. Das Auto allgemein so ein bisschen in die lila Optik gepackt. Hier auch ein bisschen mit Rainbow rein, ein paar Leuchtakzente rein, doppelten Turbo und natürlich kompletten Drift-Umbau. Aha. Von innen ist er jetzt natürlich nicht so spektakulär, muss man sagen, aber... Ja, ist halt ein bisschen was Wilderes, sag ich jetzt mal, ne? Sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Und was hast Gefällt du? Mir. Ja, also bei mir hier, ich habe halt, wie gesagt, hier so ein Urus, extrem aufgetuned, Bodykit, Breitbau, hier alles, übelst fetter Spoiler drauf, Carbon, tiefer gelegt, ne? Wem würdest du denn den Punkt geben, Max?
Oh, das ist, wir haben halt beide voll in andere Richtungen getunt, ne? Ja, das stimmt. Das kannst stimmt. du echt eigentlich gar nicht miteinander Warte mal. Vergleichen. Also ich muss auch sagen, wir weißt haben... Weißt du was? Ich glaube, das ist hier ein Fall für die Zuschauer in den Kommentaren. Bro, safe, dass du die Zuschauer in den Kommentaren entscheiden. Du hast halt wirklich so ein übelstes, verrücktes Underground-Tuning-Auto gemacht und ja. ich habe so ein richtiges... Das sieht halt irgendwie wie so ein Kampfchat aus schon hier. Ja, dein sieht auch geil aus. Ich würde auch... Oder also, wir sagen erstmal unentschieden, die Leute entscheiden. So, ja. Max, als nächstes... würde ich sagen, es steht 1-1 und jetzt kommen ja. wir zum Speedtest. So, wir machen Best of 3, aber ich glaube nicht, dass du eine Chance hast, euch ehrlich, Max. Hey, wow, ich bin echt gespannt. Also, du kennst ja schon das Butterfly-Auto. Ja, mit deinem Butterfly-Matterfly hier. Bro, du weißt, dass der Spitze 2600 km/h fährt, ne? Ja, habe ich meinen auch hier drauf getrimmt. Wirklich? Ja, ja, wir werden sehen. Bro, okay, ich werde direkt alles aktivieren. Jetzt bist du bereit oder was? Ich bin bereit. 3, 2, 1, los geht's! Oh! Oh, Alter, aber hä, hast du gebremst oder was war das gewesen, Max? Ja, ich habe abgebremst hinten. Ja. Ich dachte irgendwie, du kommst nicht nach. Bro, ich bin nachgekommen. Hier, komm mal hier, ja, komm mal hierher. Ja, okay, dann lass einmal voll durchdrücken. Ja, kein voll Problem. Durchdrücken. Komm hier zu mir, das ist hier ein bisschen länger, die Strecke. Aber deiner war echt schnell gewesen. Also ich hatte Probleme, hinterherzukommen. Komm mal zu mir, Max. Wo bist du? Ich bin hier direkt neben dir. Da können wir nämlich von hinten hier anfahren. Okay, boah, also ich hatte das Gefühl, dass deiner gerade sogar echt schneller war. Bro, ich habe den wirklich von allem so sehr, so genau so gemacht, dass die Reifen auch nicht durchgehen. Okay, 3, 2, 1, los geht's! Wow! 1600. Bro, ich hab's nicht gesehen, aber ich hab dich, glaube ich, eingeholt zum Schluss, ne? Boah, weiß ich nicht. Lass noch einmal machen. Boah, wir müssen noch einmal machen. Ey, das ist sehr, sehr knappes Rennen. Boah, Bro, wir haben die Autos echt auf Maximale schon ausgereizt. Aber ich glaube, mein Motor fliegt mir gleich um die Ohren. Ey, ich glaube auch, Alter. Ja, Bro, deine Reifen sind das abgefahren. Das war's, Bro. Meine Reifen sind kaputt. Ja, okay, Bro. Okay, Leute. Das, guck mal hier. Bro. Dein Motor brennt, Stadi! Ja, Bro, das war's, Leute. Das war's. Okay, es brennt. Ja, das war's. Oh nein, ja, ich hab's euch gesagt, Leute. Das ist halt. Das können wir vergessen. Ja, nee, ist das Auto kaputt. Das, ey. Ich. Wow. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, ja. Okay, Max. Ach du Heilige. Also ich glaube, ich habe einmal gewonnen, aber ich kann jetzt nicht weiterfahren. Das ist halt das Problem, wenn man so krass tunt. Das macht halt einfach echt gar keinen Sinn. Ja, man macht ein Auto nach dem... soll der Punkt an dich gehen. Nee, der Punkt geht an dich, Max. Das letzte entscheidet das Sumo-Battle. Ob wir gleich gut sind oder dann entscheidet ja, wie gesagt, die Zuschauer. Let's go. Ja. So, Max, bist du bereit? Ich bin bereit. Bro, das wird ganz, ganz übel für dich werden. Das wird ganz... Boah. Ja gut. Bro, willst du mich veräppeln, Max, oder was? Oh, ich glaube, das ist echt nicht gut für mich. Wow. Hä? Bro, ich hab Kinetikwerfer dabei. Boom, Junge. Ja, aber du fetzt dich selbst auch weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay. Also, wenn ich ihn einmal mit der Faust treffe, ist vorbei, Leute. Oh, nein. Oh. Junge. Max, ich muss abhauen. Du kannst dich nicht lange halten dagegen. Ich werde abhauen. Ah, oh, nein. Boom, so eine Runde machen wir noch. Oh mein. Das sah nicht gut für dich aus, Max. Okay. Los geht's. Wow. Wow. Oh nein, ich bin runter. Bro, ich bin auch runter. Okay, Bro, das heißt, wir müssen trotzdem noch eine Runde machen. Beide sind runtergefallen, aber ich wollte einfach mal so eine Action-Runde machen. So, und Max, bist du bereit? Komm her. Warte, ich muss das Auto erstmal einmal kurz reparieren. Ja, mach das. Kaputt, sind Wasser, Motorschaden. Bro, das, mein Super-Auto ist auch zu krass, muss ich ehrlich sagen. Let's go. Was soll das, hä? Was soll das? Boom! Deine Motorhaube ist weg. Wow, Max, dein Ernst? Wow, okay, nicht schlecht. Nein. Ich wusste doch nicht, dass du mit so einem Krankenauto ankommst. Oh! Auf Wiedersehen! Leute, ihr müsst jetzt entscheiden, wer der bessere Tuner ist. Ich oder King Crybex. Lasst ein Like und ein Abo da. Wenn es euch gefallen hat, checkt natürlich gerne Max ab. Das war's gewesen, Leute. Tschüss, bitte.